Und damit herzlich willkommen zum letzten Wi-Fi-Battle auf diesem Kanal, also im Format von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Wir reden gar nicht um den langen Brei, wir gucken das Team kurz an. Es ist das Team, was wir eigentlich so gut wie immer benutzen. Also Glurak, Melmetal, Pikachu, Snubbelicat, Mewtwo und Machomai. Die letzten Kämpfe waren echt interessant eher und auch echt gut. Und deshalb machen wir das heute natürlich wieder und hoffen auf einen spannenden Fight. Suchen den Gegner raus. Und ja. Ein Gegner wurde schon gefunden und ich hoffe, dass er ein Dawn, okay, das ist ein Gegner ist, wo entweder ich die Einstellung... Oh, nee, er durfte. Och, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, ja. Perfekt. Nidoqueen, okay. Er hat eine massive Schwäche gegen Typ Psycho. Und sein Team ist vom Ranking her auch stärker als wir. Oh je, Mine. Wir müssen warten. Der braucht wieder eine Weile. Solange kann ich ja hier mal fragen. Ah, okay, doch nicht. Der Kampf geht los. Good luck, Andorn. Und good luck an Pikachu und mir. Mal gucken, was Dawn ist. Ist es ein Junge, ein Mädchen? Ein Mädchen! Mit Leonette. Netter Evoli-Name. Snorlax. Also Relaxo. Relaxo gegen uns. Sollen wir switchen? Ich switch mal auf Machomai. Hoffe natürlich, dass wir jetzt keinen schlechten Switch gemacht haben, weil sonst wäre es blöd. Okay, Body Slam. Okay, so viel Schaden dürfte es eigentlich gar nicht machen. Holy shit! Ah, okay. Und die Para! Ey, das ist nicht... Das ist richtig bad. Das nenne ich mal richtig bad. Gleich am Anfang kriegen wir eine Full Para, oder was? Oh, Mann. Also wenn ein Kampf schon so beginnt, habe ich gar keinen Spaß. Okay, wir sind down. Machomai ist schon down. Super. Ultra nice. Pff. Dann geht's auf Schwergewichtskampf. Melmetal gegen Relaxo. Wer ist das stärkere Schwergewicht? Ich muss mir sein Team mal kurz einprägen. Starmie. Also nur den muss ich down kriegen. Dann habe ich eigentlich schon meine Ruhe. Ich muss jetzt nochmal überlegen. Wenn er jetzt rausswitchen könnte, auf was würde er gehen? Ich denke nicht, dass er rausswitcht sogar. Oder sie, oh doch, sie switcht raus. Und auf Starmie auch noch. Mein Gott. Aber wir switchen auch. Wir sind nicht blöd. Wir gehen auf Snubbelicat. Surfer
Hittet natürlich Snobilikat jetzt ein Stück. Macht nicht viel Schaden. So, jetzt müssen wir gut predikten. Er geht entweder auf Elektroball jetzt oder auf seinen Relaxo wieder. Ich drück Schmarotzer. Ich drück Schmarotzer, egal was kommt. Ein bisschen anhitten alles. Es ist ein ziemlich schneller Kampf. Wäre ich jetzt auf Dinger gegangen, auf Kehrtwende, hätten wir ein bisschen mehr bekommen sogar. Okay. Wir gehen jetzt auf Kehrtwende. Schneller als ich ist es nicht. Gut. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Das heißt eigentlich, dass es uns sehr, sehr wenig Schaden machen kann. Sehr schön. Attacke verfehlt Pikachu. Sehr gut. Ich vermute, er wird auf Nidoqueen gehen. Deswegen Pleasure Surfer. Er geht nicht auf Nidoqueen. Er geht nicht auf Nidoqueen. Er wird wieder auf... Und die Paralyse! Full Para bekommen. Okay. Pikachu. Hä? Beide Attacken sind verfehlt. Beide Attacken sind gerade verfehlt. Genauigkeit 95 und ich habe nicht getroffen. Okay, jetzt. Komm, Pikachu. Wir holen den Kill. Wir haben... Das erste Pokémon ist down. Let's go. Let's go. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Was kann ich dagegen einsetzen? Okay, ich gehe jetzt mal auf Melmetal, weil Elektro resisted wird sogar von Melmetal. Müsste. Und ich weiß, dass Elektroball einiges schneller ist als mein Melmetal. Aber das ist mir jetzt in dem Moment kurz mal egal. Okay, Schmarotzer. Ja, macht gar nichts. Perfekt. Macht so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, ob er so, also ob sie so schlau ist, um das zu checken. Wir gehen jetzt mal auf Erdbeben. Electroid wird zurückgerufen. Das heißt, Aerodactyl wird gerufen. Nein, Starmie. Starmie wird gerufen. Erdbeben hittet. Dürfte nicht. War das ein Crit? Nein, war es nicht. Es war kein Crit. Es war kein Crit, okay. Wir gehen auf Donnerschlag. Wir gehen auf den Donnerschlag. Der Surfer kommt. Dürfte aber nicht viel machen. Er macht nicht viel. Er macht nicht viel. Sehr gut. Donnerschlag. Bam. Perfekt. Starmie ist down. Der Kampf läuft sehr gut. Er läuft sehr gut. Melmetal holt sich hier einen Kill nach dem anderen. Versuch's zumindest. Okay, also Electroid wird schwierig jetzt. Muss ich ehrlich gestehen. Wobei, ich muss gucken. Wenn ich einen Wutanfall oder einen Flammenblitz einsetzen tue, würde es vielleicht reichen, aber... Dafür müsste ich Melmetal opfern. Okay, good night, Melmetal. Maybe überlebt das, maybe nicht. Nein, okay, er überlebt es nicht. Sehr, sehr schade, Melmetal wirklich gut gekämpft.
Jetzt aber. Mit Glurak. Gehen wir jetzt richtig an die Kacke hier. Es ist wieder Gleichstand. Er steht 4 zu 4. Ich muss nur noch mal sein Team durchgucken. Aerodactyl, Nidoqueen. Relaxo lebt noch. Starmie lebt noch. Nein, Starmie ist down. Starmie ist down. Und Bisaflor ist down. Das heißt, Relaxo, Aerodactyl, Nidoqueen und Elektroball. Okay. Wir gehen auf Flammenblitz. Ich gehe auf Flammenblitz. Ich gehe auf die stärkste Attacke, die ich habe. Ich gehe auf die stärkste Attacke, die ich habe. Nidoqueen, okay. Vielleicht kriegen wir über 50% bei Nidoqueen. Wäre gut. Wäre sehr, sehr gut sogar. Über 50%. Sehr nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir gehen auf Wutanfall jetzt einfach. Okay, Nidoqueen ist down. Glurak killt Nidoqueen. Sehr gut. Ich sag doch, der Kampf läuft ultra gut. Ultra gut läuft der Kampf. Ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Aerodactyl kommt. Das wird jetzt interessant. Ob er. Sie hat hundertprozentig einen Mega-Aerodactyl. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, sage ich doch. Jetzt geht das Problem los. Schafft der Aerodactyl mich zu killen? Erdbeben kommt. Oh, Glurak lebt noch! Glurak lebt noch! Über 50%. Über 50% haben wir rausgeholt. Okay. GG, Glurak. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Es wird ein knapper Kampf. Es wird ein sehr, sehr knapper Kampf jetzt. Pikachu hat eine Attacke, wo es zuerst angreifen darf. Das weiß ich. Attackeninfos. Eine stürmische Blitzattacke mit hoher Erstschlag. Erst. Pikachu greift das Ziel mit kleinen. Okay, wir holen Pikachu rein. Wir holen es jetzt rein. Und hoffen, dass Pikachu jetzt was reißt. Wenn Pikachu jetzt killt, wird Pikachu das Pokémon of the Match. Ich schwör's euch. Aerodactyl wird zurückgerufen. War klar. Ich habe falsch gedrückt. Okay, ich versuche es jetzt mit allem drum und dran. Ich versuche es wirklich jetzt. Nein! Oh, okay. Oh mein Gott, mein Herz. Wir sind eigentlich schneller. Wir müssten schneller sein. Schneller als wir. Er ist schneller als wir. Wir verlieren. Wir werden verlieren. Wir werden verlieren. Unglaublich. Was hat denn der von der Init dann bitte? Schade. Ein so knappes Match. Vielleicht klappt's. Schmarotzer kommt wieder. Sie versucht's nur noch mit dem Schmarotzer, habe ich das Gefühl. Es bringt alles nichts mehr. Egal, was wir drücken.
Electroid hat uns echt in die Enge gesetzt. Das war's echt. Das war's. Wir verlieren das letzte Match 3-0. 3-0. Unser Rekord ist damit, also unsere Siegeserie ist gerissen. Wir sind nun bei 5-2. Ja, wie gesagt, man kann nicht alles gewinnen. Es war ein schönes Match. Und ja, GG an Dawn. Sie hat wirklich richtig, richtig gut gespielt. Hat die Fehler von mir am Ende doch sehr, sehr gut ausgenutzt. Alleine mit ihrem Elektroball war es wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, was soll ich noch sagen? Enttäuschung? Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, verlieren gehört dazu. Man kann nicht alles gewinnen, man kann nicht jeden Kampf gewinnen. Und ja, deswegen, ich verabschiede mich von diesem Video. Wir sehen uns ab Schwert und Schild wieder. Doch am Mittwoch kommt noch ein Pokémon Tekken Video wahrscheinlich. Smash Bros. Eher nicht, wegen den Servern, die sind ein bisschen scheiße dort, das habt ihr ja mitbekommen. Und ja, wie gesagt, Mittwoch noch ein Video, das Pokémon Tekken Video, was ich drehen möchte. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da, zeigt es einfach mit Liebe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Euer Wupp Ace. Peace.